Es gibt tatsächlich etwas, was du vom Fußball für dein Leben lernen kannst. Und das werde ich dir heute zeigen. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung. Und wir helfen jedes Jahr Hunderten von Menschen dabei, Unternehmen zu gründen, zum Wachstum zu bringen, schließlich zu verkaufen, aber auch immer wieder zu führen. Auch die Fragen zum Thema Personalmanagement, Personalführung, Führung, Führungsstile, Grenzen setzen, all das ist relevant. Und da können wir eine ganze Menge vom Fußball lernen. Letztens kam ein Unternehmer zu mir von einem Startup, der ist schnell gewachsen, hat viele hunderte Kunden, aber genauso inzwischen auch 10, 20, 30, 40, 50 Mitarbeiter, hat Teamleads, hat Head-Offs und auch C-Level-Mitarbeiter. Aber eines hat er nicht gelernt, was im Fußball praktiziert wird. Er hat nicht gelernt, Regeln zu setzen und diese auch umzusetzen. Mit dem Ergebnis, dass die Leute entweder auf der Nase rumspringen oder dass gerade die guten Leute zuerst auch das sinkende Schiff verlassen. Und da kannst du vom Fußball etwas lernen. Es gibt dort nämlich eine Regeleskalation. Nun, was bedeutet Regeleskalation? Du kennst es vom Fußballspielen. Das wird eröffnet und dann geschieht das erste Foul. Und dann wird sofort interveniert von so einem Menschen in Schwarz mit einer Trillerpfeife. Und der pfeift. Es gibt also einen Pfiff und alle wissen Bescheid. Oh, hier ist was schiefgelaufen, das Spiel wird unterbrochen. Es gibt Feedback und es gibt eine Ermahnung, dass das nicht wiederholen soll. Nun, jetzt geht das Spiel weiter. Und was passiert nun? Wenn sich das wiederholt, gibt es nicht nur einen Pfiff, sondern jetzt gibt es auch die gelbe Karte. Und das ist die Verwarnung. Das ist die letzte Verwarnung, dass wenn sich das nochmal wiederholt, von dem Spieler das gleiche Foul wiederholt wird, dass dann eine ernsthafte Sanktion durchgeführt wird. Und sollte der Spieler das zum dritten Mal wiederholen oder gleich erheblich eine Regelverletzung durchgeführt haben, nun, dann gibt es wieder den Pfiff und dann gibt es die rote Karte und der Spieler, der muss das Feld verlassen. Nun, was kannst du daraus lernen? Und das ist direkt auch meine Frage an dich. Wie handelst du das bei dir in deinem Unternehmen, wenn Regelverletzungen geschehen? Hast du auch den Pfiff, die gelbe Karte und dann die rote Karte? Wissen das auch alle? Wendest du es auch an? Nun, ich zeige dir das hier einfach mal grafisch auf, was deine Aufgabe ist, wenn du ein Team, eine Mitarbeiter hast, wenn du eine klare Zielformulierung hast, wo alle wissen, oh, da soll es hingehen, dann ist der nächste Schritt auch einen Plan zu machen, einen Unternehmensplan, einen Businessplan, einen Marketingplan. Und dieser Plan hat natürlich verschiedene Meilensteine. Und jetzt ist es auch deine Aufgabe, zu beobachten, zu überwachen, wo dann dieser Plan hier verlassen wird. Und dann gibt es in der Regel erstmal einen Pfiff. Es gibt einen Hinweis darauf, dass dieses Team, diese Mitarbeiter diesen vorgegebenen Plan auch verlassen oder die Verhaltensweisen. Und wenn das weiter verlassen wird, nun, dann gibt es dann irgendwann die gelbe Karte. Und wenn auch das sich wiederholt, muss es irgendwann eine rote Karte geben, ein Signal, dass das Verhalten nicht zielführend, nicht zweckmäßig ist. Nun, das setzt natürlich voraus, dass du in deiner Firma klare Ziele gesetzt hast und dass du für die sämtlichen Abteilungen, Marketing, Sales, Operation, Finance, HR und so weiter, dass du auch klare Prozessanweisungen, Geschäftsordnung hast, Arbeitsanweisungen hast, Checklisten und Vorlagen, die dann auch den richtigen Weg vorgeben, dass deine Mitarbeiter überhaupt die Chance haben, den Weg zum Ziel zu finden. Auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, dass du das regelmäßig überprüfst. Nicht nur einmal im Monat oder im Jahr mit dem Jahresabschluss und Gewinn- und Verlustrechnung, sondern vielleicht monatlich, vielleicht wöchentlich, vielleicht sogar täglich. Und manche KPIs oder Kennzahlen, die überprüfe ich sogar stündlich. Mich interessiert es, wie viele Leads heute am Tag eingegangen sind. Mich interessiert natürlich auch die Reaktionszeiten, mich interessieren die Konversionszeiten und mich interessieren auch die Volumina pro Abschluss. All das sind wichtige, relevante Werte, die du dann noch überwachen darfst, wo du dann der Schiedsrichter auch bist am Ende des Tages und pfeifst die gelbe Karte oder auch die rote Karte zeigst. Ein weiterer und der letzte Punkt zu dem Thema im Fußball ist auch die Penale. Denn was denkst du, würden die Spieler machen, wenn der Schiedsrichter 10-mal pfeift, 20-mal pfeift, 30-mal pfeift und nicht zur gelben Karte greift? Oder wenn er zum 10. Mal dem Spieler, der das Gleiche gemacht hat, die gelbe Karte zeigt, aber nicht die rote? Was glaubst du, würden die Spieler machen, wenn eine rote Karte gezeigt wird, aber der Spieler verlässt nicht den Platz, er spielt einfach weiter? Was würdest du denken, was dann passiert? Nun, das Spiel würde wahrscheinlich in Gewalt ausufern. Keiner würde den Schiedsrichter ernst nehmen. Und das gilt auch für dich, dass du dann auch, wenn du dein System, deine Prozesse, die Anweisungen in deinem Unternehmen dann aufgesetzt hast
und du das wahrnehmen kannst durch Überwachung, durch Kennzahlen, durch Controlling, dass Abweichung stattfindet, dann ist auch entscheidend, dass du die Penalen auch bekannt machst und durchsetzt. Also hier ist zum Abschluss dein Durchsetzungsvermögen gefragt, denn wenn du das nicht machst, nun, dann nimmt dich keiner mehr ernst. Du bist dann der nette Kumpel, aber nicht der Chef, nicht der Häuptling, der respektiert wird und wo auch deine Vorschriften als Folge missachtet werden. Zusammengefasst also, je größer deine Firma wird, desto mehr bist du auch Schiedsrichter. Du bist nicht nur Diener deiner Mitarbeiter und stellst alle Ressourcen und Ziele zur Verfügung, damit sie ihren Weg gehen können. Nein, du gibst natürlich den Weg auch noch mit vor und überwachst dann auch. Und sollte es Abweichungen geben, nun, dann gilt es auch zu sanktionieren und Penalen, also Bestrafungen auch einzusetzen, umzusetzen, damit alle auch wissen, dass du das ernst meinst. Denk dann, dein Unternehmen ist kein Oktoberfest, wo alle viel Spaß haben, es ist keine gemeinnützige Einrichtung, NPO, NGO, sondern es geht hier um Probleme der Kunden zu lösen. Und dieser gesamte Prozess der Problemlösung, der sollte unterm Strich keine Verluste machen, sondern Gewinne, damit alle bezahlt werden. Die Mitarbeiter, wie der Vermieter deines Büros, aber natürlich auch das Finanzamt. Und das geht nur, wenn alle effizient arbeiten, nicht nur effektiv das Ziel erreichen, sondern unterm Strich auch noch Erträge übrig bleiben, von denen dann du auch leben kannst, wovon dann auch die Steuern bezahlt werden, wovon dann auch Investitionen gemacht werden können und das Büro ein wenig hübscher wird, die Technik ein wenig neuer, was sich alle so wünschen. Solltest du Hilfe dabei brauchen, dass du in deinem Unternehmen diese Prozesse aufsetzt und auch ein Regelwerk umsetzt, was dann auch die Sanktionen umsetzt und frühzeitig erkennt, und solltest du als Unternehmer, als Führungskraft auch Hilfe brauchen, deinen besten Führungsstil zu finden? Nun, dann kannst du gerne jetzt einen Gutschein nehmen für ein kostenfreies Erstgespräch und wir helfen dir dann gerne weiter. Gerne aber auch kannst du jetzt den Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg auf deinem Spielfeld des Lebens, auf deinem Spielfeld deines Unternehmens. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.